Sag einmal, kennt ihr das Problem? Ihr möchtet euch einen 3D-Film anschauen, aber die Brille stört. Schaut euch das mal an. Man kann doch nicht so einen 3D-Film anschauen. Und ich vertrage keine Kontaktlinsen. Ich werde mein ganzes Leben lang keinen 3D-Film schauen können. Ach, keine Sorge, Gary, bald gibt's 3D-Fernseher ohne Brille. Ja? Was wirklich? Ach, okay, da möchte ich aber mehr erfahren davon. Ja, gleich nach dem Intro. Okay. Ihr wisst ja sicherlich schon, dass beim Nintendo 3DS es schon lange 3D ohne Brille gibt. Ja, aber kann man das auf einen großen Fernseher skalieren? Ja, kann man das wirklich machen? Und ja, mittlerweile gibt es eine Firma, und zwar die heißt Dimenco. Die wurde im Jahre 2012 von der ehemaligen Philips-Angestellten gegründet und konzentriert sich auf den Bereich 3D-Technik. Ziel des Unternehmens ist es, 3D-Wiedergabe ohne Brille und zu günstigen Preisen zu ermöglichen. Da 3D-Brillen eher störend sind, ist es für mich natürlich auch, ich mag das wirklich überhaupt nicht, wenn ich da eine Brille drauf habe, ist in mehreren Ländern der Welt, hat Dimenco ja bereits entsprechende LCDs installiert, die sogar James Cameron begeistern. Ja, ihr wisst doch sicherlich, wer James Cameron ist, müsst ihr wissen. Die 3D-Technik setzt auf kleine Linsen vor den Pixeln, die das Licht entsprechend umleiten. Das Bild wird zuvor entsprechend berechnet. Nachteil dieser Technik ist allerdings, dass dabei die Auflösung stark verringert wird. Das war halt eben bis jetzt leider nicht möglich, da wir ja nur Full HD hatten. Das heißt, es wurde dann deutlich runterskaliert und das Bild sah dann natürlich scheiße aus. Jetzt aber durch den neuen 4K-Fernseher sind Panels mit der Auflösung von 3840x2160 inzwischen aber relativ günstig geworden, sodass diese Displays für brillenloses 3D in hoher Auflösung genutzt werden können. Mega, mega geil. Ja, Dimenco hat halt eben nun darauf einen Kickstarter, also auf Kickstarter ein Projekt gestartet für einen 39 Zoll Fernseher, der als entsprechendes 3D-Display funktioniert, dessen Auflösung mindestens mit aktuellen Full-HD-Fernseher vergleichbar ist. Das heißt, vom 4K wird es ja eben runterskaliert auf Full-HD, damit man halt eben 3D schauen kann. Die 3D-Wiedergabe funktioniert allerdings nur mit entsprechendem Quellenmaterial. Eine Umwandlung von 2D-Inhalten ist leider nicht möglich. Das können ja heutzutage ein paar Fernseher, ist dann aber natürlich kein richtiges 3D. Es fehlt außerdem auch ein TV-Tuner, aber den braucht ja sowieso keiner. Ein Prototyp des 3D-Fernsehers existiert bereits auch schon. Die Kickstarter-Kampagne mit einem Ziel von 199.000 Euro soll die Weiterentwicklung für die Massenproduktion finanzieren. Die wollen natürlich ein bisschen mehr machen und Unterstützer sollen ihr Gerät für eine Zusage ab 900 Euro im November 2014 erhalten. Gut, das waren jetzt mal die ganzen Randinfos, die ganzen Sachen, die ihr jetzt wissen müsst oder beziehungsweise sollt oder wollt. Und ja, ich bin ein großer 3D-Fan, sei es im Kino oder sei es daheim. Ich habe hier auch einen fetten 3D-Fernseher daheim, der leider schon, der auch von Philips ist, aber leider schon ein bisschen in die Tage gekommen ist. Das 3D ist also nicht so schön. Jetzt habe ich mir den Monitor gekauft für den PC, in 32 Zoll, der auch 3D kann, von LG. Dafür habe ich ja auch hier, was Gary davor benutzt hat, die Brille. Und ja, sehr, sehr geiles 3D. Ich finde, im Moment macht LG wunderbares, geiles 3D. Ich habe auch bald vor, wenn dieser Fernseher eingehen sollte, komplett die Tutti kaputt ist, mir einen neuen LG-Fernseher eventuell zu kaufen für in 3D. Oder ich warte wirklich komplett, bis dieses Kickstarter-Projekt fertig ist und das 4K-Display nutzt und eine 3D-Fernseher ohne Brille für 900 Euro ja, rausbringt. Das finde ich mega, mega geil. Und da habe ich auch noch eine lustige Story, und zwar, meine Eltern waren noch nie in einem Kino. Ja? Die sind eher so ein bisschen nicht so die Filmgucker. Und vor einigen Jahren sind wir dann ins Kino gegangen und haben uns Final Destination angeschaut. Und der war natürlich in 3D. Und da wisst ihr ja, da fliegen ja so ein bisschen Sachen durch die Gegend und so ein Zeug. Da gab es ja so eine Szene auf einer Rennbahn, wo dir dann so ein Reifen entgegenfliegt und so Zeug. Ja, und die ganzen Unfälle und alles. Und meine Eltern waren absolut nicht gewohnt, überhaupt in einem Kinosaal zu sitzen. Meine Eltern sind ja auch schon beide über 66 Jahre alt, muss man dazu noch sagen. Ja, also ein bisschen in die Tage gekommen. Die kommen mit der Technik heutzutage sowieso nicht klar. Mein Vater checkt ja nicht mal, wie ich hier mit Skype über mit jemandem reden kann, der in Wien ist. Ja, das habe ich ihm auch schon erklären müssen. Und natürlich war 3D für ihn eine komplett neue Welt. Der ist nicht damit klargekommen, dass ihm da irgendwelche Sachen entgegenfliegen. Und was ist passiert? Sie sind dann so drin gesessen und sind dann so herumgesprungen, ja, weil sie gedacht haben, irgendwas kommt da jetzt entgegen. Ja. Und ein anderer hat, ein Kumpel vom Vater hat sogar die Brille gar nicht raufgetan, weil er überhaupt nicht klargekommen ist mit 3D. Das war für ihn eine völlig neue Welt.
Also, ja, ziemlich lustige Sache eigentlich. Und ja, was haltet ihr davon? Findet ihr das geil, dass jetzt bald ein 3D-Fernseher ohne Brille rauskommt für 900 Euro, was ja gar nicht so teuer ist? Ich meine, mein Fernseher hat 2500 gekostet und hat kein so geiles 3D, das war ja auch vor einiger Zeit. Jetzt 900 Euro 4K-Display 3D ohne Brille, ich finde das mega geil. Ich hoffe, die kriegen das wirklich geil hin, weil ich bin, wie gesagt, ein großer 3D-Fan. Und wenn es 3D ohne Brille gibt, das wäre sowas von mega geil. Ja, ich wäre einer der Ersten, der das sofort zuschlagen würde. Natürlich muss es auch entsprechend groß genug sein. Ich weiß jetzt nicht, ob 39 Zoll so mein Ding sind. Ich meine, mein Fernseher ist 55 Zoll. Aber gut, dafür 3D ohne Brille, Leute. Ja, das wäre geil. Was haltet ihr davon? Seid ihr ein 3D-Fan? Stören euch die Brillen überhaupt nicht? Oder seid ihr da so wie Gary und das stört euch und könnt keine Kontaktlinsen tragen? Also ist 3D für euch eher so ein bisschen verwehrt? Freut ihr euch drauf? Seid ihr überhaupt kein 3D-Fan? Schreibt es mir in den Comments, ich würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen runter, um mir zu sagen, dass ich scheiße laber. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Heute gibt es auch noch einen Livestream. Habe ich schon die Ankündigung gemacht. Vielleicht schaut ihr vorbei. Tschüss.